Sie ist robust, sie passt in den Geldbeutel und sie gibt's erst seit 3 Wochen. Die Corona-Karte. Mit dieser Karte kann man den Impf- oder Genesenenstatus nachweisen, ganz ohne, dass man dafür sein eigenes Handy zücken muss. So kam Georgi May aus dem Landkreis Erding auch auf die Idee. Es waren Bekannte von uns im Winterurlaub beim Skifahren, sind in der Früh auf die Piste, hatten tolles Wetter, es war halt nur sehr, sehr kalt, wollten mittags einkehren, Akku leer. Dann gab es keinen Nachweis und somit durften sie nicht rein und mussten hungrig den ganzen Tag auf der Piste verbringen. So hat sich Georgi May seine Frau Tanja ins Boot geholt und für eine Lösung gesorgt. Bestellen kann jeder die Corona-Karte online und 1 bis 2 Tage später liegt sie bereits im Briefkasten. Ein großer Aufwand für die beiden. Der Tag dauert auf jeden Fall länger wie bisher. Also ich habe einen ganz normalen Vollzeitjob nebenher. Und auch Georgi ist natürlich Vollzeit beschäftigt, aber wir wussten, auf was wir uns einlassen und dann wird halt danach auch noch was gemacht oder auch in der Mittagspause gearbeitet. Doch der Aufwand lohnt sich. Die Rückmeldungen der Kunden sind bislang ausschließlich positiv. Von einer Dame, da war der Mann halt eben erblindet und der konnte die Warn-App nicht aufrufen und deswegen war sie überglücklich, dass sie diese Karte nutzen kann und jetzt auch hat für ihren Mann. Aber wir merken auch jetzt in der kurzen Zeit, dass wirklich die Zielgruppe von jung bis alt durch die Bank ist, also komplett gemischt. Es ist vollkommen unabhängig, wer. Jeder sagt, es ist eine praktische Geschichte, weil auch gerade bei der jüngeren Generation, wenn man permanent am Smartphone ist, der Akku geht einfach mal leer. Egal ob Restaurant, Fitnessstudio oder Theater, die Corona-Karte ist dort überall mit einem Personalausweis gültig.